Du bist auch deutsche konvertiert. Ja, Bruder. Alhamdulillah. Hast du gut gemacht. Du, wie lange machst du das jetzt hier schon am Lichtern? Ich glaube 8 Monate. Ja. 8 Monate. Was ich euch sagen wollte, Brüder, Zorn Jehovas, Hare Krishna, Evangelikale, die investieren so viel Zeit in ihre Missionierungsarbeit, Leute zum wahren Weg aufzurufen, was sie als wahr sehen. Da müssen wir noch mehr tun. Allah sagt über uns im Koran, in Sura 3, das müsste fest in der 10 sein. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, unter den Menschen hervorgebracht wurde. Warum? Ihr gebietet das Gute, verbietet das Verwerfliche und ihr glaubt an Allah. Das heißt, wir müssen das Gute gebieten, das Schlechte verwerfen. Wie kann man das am besten machen? Oder wie kann man das auf eine sehr gute Art und Weise machen? Ich will nicht sagen die beste Art und Weise. Indem man den Koran verteilt. Weil hier das drinsteht, was der Mensch braucht. Das drinsteht, was dem Herz Licht gibt. Und deswegen sage ich zu allen Brüdern nochmal, sei nicht so faul. Wir müssen uns eigentlich schämen, wenn wir sehen, dass jedes Wochenende irgendwelche Gruppen auf der Straße stehen, ihren Senf abgeben und wir sind am Schlafen. Wie ist denn so die Resonanz? Was war heute zum Beispiel? Wie sah es aus? Ach, Alhamdulillah, heute war sehr gut. Wir haben viele Korane verteilt heute auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt die Menschen, die sind für und gegen, aber Alhamdulillah ist es. Also das heißt, es ist eine gute Entwicklung, wie immer. Man darf nicht schwarz malen. Es gibt auch viele Leute, die sehr positiv reagieren. Es gibt immer noch Menschen. Heute war auch zum Beispiel ein Christ zu uns gekommen. Der hat mit uns natürlich gesprochen, dass wir uns öffentlich von Leuten distanzieren sollen und so weiter. Aber warum? Dann haben wir schon 765.000. Das ist ja das Problem. Aber der hat halt gesprochen, dass er in Saudi-Arabien war. Ich glaube, eine gewisse Zeit lang, ich glaube 6 oder 12 Monate alt vorbei jetzt. Und er hatte gesagt, dass er dort nie, als Christ, er wurde nie diskriminiert, er wurde nie schlecht behandelt, er ist mit den Leuten mit Respekt gekommen und die Leute kamen mit Respekt zurück. Und die Leute sagen ja immer, das ist doch so schön. Aber das ist auch wichtig zu sagen, das ist auch wichtig zu sagen, weil das Beispiel ist nämlich, dass man sieht, dass das positive Miteinander, dass wenn man gut auf Leute zugeht, dass das immer eine Wirkung hat. Ja, wenn man die gut behandelt, dass es eine große Wirkung hat.